Willkommen zurück zu einem neuen Video. Meine Güte, euer Metroid Prime 96 ist dementsprechend wieder am Start. Ich habe mich ewig nicht mehr blicken lassen auf YouTube. Liegt aber auch einfach nur daran, falls ihr euch fragt, wie viel Uhr wir gerade haben. Wir haben 20 nach 1 in der Nacht. Ich kann einfach nicht richtig schlafen. Und da dachte ich mir, warum nicht mal ein neues Video aufnehmen? Und um nochmal darauf zurückzukommen, warum ich denn ewig nicht mehr von mir habe blicken lassen. Zum einen, ich bin umgezogen, Leute. In der letzten Zeit. Das heißt, ich wohne nicht mehr daheim bei meinen Eltern. Ich bin in der Ausbildung und bin wegen dieser verzogen. Und ja, hatte natürlich dementsprechend, ich hatte früher keinen eigenen Rechner, also einen eigenen Rechner schon, nur der war halt zum Surfen und Arbeiten und zum Zocken hatte ich dann halt dementsprechend den bei meinen Eltern. Weil an dem habe sowieso ich am meisten dran gesessen und dran gearbeitet, dann auch manchmal. Und ja, mittlerweile habe ich meinen eigenen Gaming-Laptop, muss man sagen. Ich bin halt viel unterwegs, dementsprechend bin ich auf Laptops ziemlich fixiert. Und ja, ihr seht eine kleine Runde Anno 1404 und... Oh, das habe ich nie gewusst. Geil. Hier oben bewegt sich das Schild. Wenn man hier ein bisschen mit dem Mausfall drauf geht, ist ja mal interessant. Ja, ich habe hier so kleine Tonfehler, mehr oder weniger, zumindest auf dem Headset, wenn ich die Maus bewege. Ist eine alte Funkmaus, ziemlich alte Funkmaus. Ich hoffe, das wird dementsprechend im Video nicht so zu hören sein. Ich habe die Tonabmischung etwas angepasst natürlich auch, dass dementsprechend dass der Spielesound nicht allzu laut ist im Vergleich zu meiner Stimme, dass ihr die klar hört. Und ich dachte mir, wenn Anno 1404, warum nicht ein kleines Szenario? Ja, werden Sie Kurfürst? Erlangen Sie diplomatische Weihen. Können natürlich auch Diplomat werden, Heerführer, Baumeister, Gildenmeister und Imperator. Aber ich habe jetzt erstmal über den Kurfürsten nachgedacht. Das wäre schon mal eine ganz schöne Sache. Ich habe ja auch schon auf diesem Gerät einiges gespielt. Zum Beispiel das neue Anno 1800, was rausgekommen ist. Ein richtig geiles Spiel. Aber jetzt erstmal starten wir in das Kurfürsten-Szenario. Das würde ich sehr gerne mit euch machen. Und das werde ich in Videoform machen. Ich habe zwar darüber nachgedacht zu streamen. Problem ist aber, hier in meiner Wohnung habe ich eine ziemlich beschissene Internetleitung, also 16K. Mehr leider nicht, obwohl Glasfaser vorherrscht hier im Gebäude, aber halt nicht hier oben in die Wohnung rein, was ich dann ein bisschen doof finde, aber was will man machen? Hauptsache man hat überhaupt Internet. So, aber jetzt erstmal das Spiel starten. Ja, was kann ich sagen? Ich möchte natürlich auch jetzt, wo ich OBS hier und alles auch drauf habe auf dem guten Gerät, möchte ich natürlich sehr, sehr gerne auch meine Videoreihe Metroids kleine Lesestunde fortführen. Ich habe mir in letzter Zeit ziemlich viele Bücher auch geholt, vor allen Dingen auch Gedichtsbände wieder. Vor allem Heine habe ich da, ein vom Reklam Verlag sind die meisten natürlich dann. Und auch ein, wie hieß dieses Buch? Ich glaube das Nachttischbuch oder irgendwie so. Habe ich derzeit noch nicht allzu viel reingeguckt. Vielleicht ein, zwei Gedichte gelesen, das war's. Einfach nur die Arbeit, ne? Also die Arbeit ist dementsprechend ziemlich kräftezehrend, muss man sagen, aber es macht Spaß. Also es macht wirklich Spaß. Ich bin jetzt, um das vielleicht auch sagen zu können, ich bin im Steuerfach tätig. Also die Kollegen sind nett, die Arbeit, das Arbeitsklima ist genial und die Chefs sind genial. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren über meine Arbeitsstätte. Also da habe ich es sehr, sehr gut getroffen. So, aber jetzt geht es erstmal hiermit weiter. Und ich sehe, ich habe hier so kleine, hier unten ist das Bild gleich bei mir abgeschnitten. Moment. Das will nicht so ganz, wie ich will. Hallo? Na? Egal, ich setze mal die Segel. Ja, klappt nicht so ganz, wie ich will, wie gesagt. Der Kaiser hat euch dies Eiland zugesprochen. Er weiß, dass seine Großzügigkeit keine Torheit war. Jetzt habe ich natürlich hier das Nachsehen mit der ganzen Geschichte. Hallo? 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 So, ich habe jetzt gerade das Spiel mal kurzfristig minimiert, aber, Leute, ich habe hier jetzt das... Ein Kurfürst wünscht ihr zu sein. Ja. Die Zeit wird zeigen, ob euch Erfolg beschieden ist. Ich muss mal eben kurz die ganze Geschichte umstellen. Es will nicht so ganz, wie ich möchte. Ich bräuchte einen zweiten Bildschirm, das wäre vielleicht mal ein sehr praktisches Problem ist. Habe ich nicht. Ich kann meinen Fernseher vielleicht benutzen. Das wäre eine Idee, aber das möchte ich nicht.
Ich werde eben schnell in die Option gehen und auf Vollbild stellen. Haha. So. Ah, jetzt kann ich wenigstens zocken. Ich habe mir keinen Timer gesetzt. Nur um das mal zu sagen. Also ich. Ah, da sehe ich es gerade. Ich nehme jetzt ungefähr seit 6 Minuten, 7 Minuten circa auf. 6 Minuten. Ich werde nochmal eben flott, bevor wir jetzt richtig groß anfangen durchzustarten, Freunde, noch eine Stoppuhr mir setzen, dass ich so sehe, dass ich circa nach 20 Minuten diese ganze Geschichte hier dann auch ja, abbreche, mehr oder weniger fürs Erste. Einfach nur, weil, oh geil, so eine der mitbesten Inseln bekommen, finde ich sehr schön. Die ist ja zufallsgeneriert, meistens bei diesen ganzen, oder? Ist das beim Kurfürsten-Szenario nicht immer die gleiche Insel? Ich weiß es nicht genau. Das muss ich ja zugeben, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit der Insel. Wir haben hier Most, Hanf, ein bisschen Getreide und noch eine Fruchtbarkeit, die wir zuweisen können. Sechsmal Stein, oh yeah. Sechsmal Eisen, also und einmal Kohle, also wow, ich kann mich gar nicht beschweren. Wir haben leider halt nur ein bestücktes Kontor. Ich hätte gerne ein Flaggschiff, aber das haben wir nicht. So, ich fange bei Anno 1404. Meistens haben wir dann erstmal einen Fischer zu bauen und dann hier in der Nähe des Kontors. So, Moment. Vier von diesen ganzen Holzfällern. Denn Holz ist natürlich eines der wichtigsten Baumaterialien hier im 14.4. Das wird man noch ordentlich brauchen. Später können wir das auch gerne auslagern, das ist nicht das Problem. Nur, ja, jetzt erstmal, ups, ich habe vergessen, den Fisch anzuschließen. Eine Sekunde, so. Ja, was kann ich großartig sagen? Ich habe natürlich Anno 1404 viel gespielt, damals, als es rauskam, 2009 war das. Und ja, also, es war wirklich richtig geil. Ich habe wohlgemerkt nicht mit Anno 1404 am PC angefangen, generell Anno nicht am PC begonnen. Also, ich habe Anno kennengelernt, damals auf der Wii sogar, ja. Das Spiel, was auf der Wii rauskam, habe ich wirklich tot gesuchtet. Also, alter Schwede, ich habe da mehrere hundert Stunden reingesteckt. Und dadurch habe ich aber dann halt Anno für mich entdeckt. Und man merkt direkt, Moment, mache ich das so oder lasse ich das so? Nee, warte mal. Ich werde das mal ein bisschen anders machen. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen umgewöhnen, denn ich habe. Was ist überhaupt unsere Aufgabe? Gucken wir doch mal nach. Also, Goldmünzen 150.000, Einwohneransehen 5.000 und 2.000 Adlige. Also die 5.000 Einwohner dürfte nicht das Problem sein, das Geld dürfte eigentlich auch später nicht das Problem sein, nur halt die Adligen zu unterhalten. Das wird lustig. Ja, natürlich hat Anno 1404 dementsprechend, sage ich, ungewöhnlich andere Mechaniken als Anno 1800, was ich jetzt derzeit gespielt habe. Und ja, bei Anno 1404 ist halt noch jedes Gebäude einzeln zu setzen. Hier bei 1800 kann man einfach, ich halte dann halt die linke Maustaste gedrückt und kann schön meine Gebäude hier über so eine 3x2-Feld ziehen. Hab sechs Häuser, fertig, klatsche hier hin. Genauso ist das auch mit dem Aufsteigen der Gebäude. Auch sehr viel einfacher und besser gelöst, finde ich. Aber was will man machen? Das muss dann halt erstmal. Also es ist ja immer eine Sache mit der Entwicklung. Ne? Man muss halt erst einmal mit irgendwas anfangen. Damit man dann halt bei den guten neuen Sachen enden kann, ankommen kann. Und ja, das haben sie auch dementsprechend schon in 2070 gehabt teilweise. Einige dieser ganzen, zum Beispiel Produktionskettenumstellungen. Dass man da ein bisschen anders die ganze Sache aufbauen muss. Dass jetzt man zum Beispiel mit. Gehen wir jetzt einfach mal hier von Anno 1404 aus, gehen wir mal von Hanf aus. Das kommt ja alles später noch, aber jetzt gehen wir von der Hanfproduktion aus. Wir wollen jetzt Seile herstellen, dass man halt zwei Hanfplantagen braucht für eine Seilerei. Dass man jetzt aber vielleicht in 1800 nur noch eine Hanfplantage für eine Seilerei braucht und oder sogar andersrum, dass man jetzt sagen wir mal für Brot nachher, man hat zwei Getreidefarmen, die eine Mühle versorgen, aber die eine Mühle versorgt dann wieder zwei Bäcker. Das ist hier dann halt noch ein bisschen anders alles. Aber das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Und ich komme mir ziemlich bescheuert vor, dass ich jetzt hier entsprechend, wie gesagt, um diese Uhrzeit ein Video aufnehme. Aber ich wollte unbedingt mal wieder was aufnehmen. Ich kam jetzt gerade im Bett so da drauf und dachte mir, Alter, du kannst sowieso nicht schlafen, dann kannst du genauso gut Anno spielen. Ich bin ein merkwürdiger Mensch. So, anderes Problem, was wir haben. Jungs und Mädels, wir haben kein Holz. Und wir haben kein Schiff. Ich hätte gerne ein Schiff, aber ich glaube, das kriegen wir erst, sobald wir eine Siedlung sind. Oder was war da? Seid mir herzlich gegrüßt. Ja, du mir auch, mein Lieber. Was machen wir jetzt?
Warten, auf jeden Fall erstmal warten, weil was anderes kann ich gerade nicht. Fisch wird nicht abgeholt, ich nehme einfach mal an, wir haben Fisch im Lager. Warum haben wir Muster im Lager? Das ist totaler Schwachsinn. Wozu? Was ist der Sinn dahinter? Ach, Moment, wo wir gerade von Mosten und so einem Schmarrn reden. Ha, da, Moment. Moment. Da. Erstmal natürlich die Ihnen stehen Aufstiegsrechte. weitere Gebäude zur Verfügung. Wunderbar, das finde ich sehr, sehr schön. Ich Wo bin beeindruckt, wie schnell ihr aus dem Nichts eine blühende Stadt geschaffen habt. bin ich auch, mein Lieber, bin ich auch. So, jetzt möchte ich natürlich erstmal hier in die Nähe von den Steinen gehen. Und ich brauche Most, Freunde. Ich brauche definitiv Most. Ich brauche eine Kapelle. Ich brauche Killefit. Und zwar eine Menge davon. So, jetzt habe ich kein Holz mehr. Ich merke schon, ich will wieder schneller bauen, als es geht. Ich kann vorspulen, aber das möchte ich gerade erstmal noch nicht. Und ja, dummerweise ist das hier schon fast vonnöten. So, jetzt bloß nicht den falschen Knopf drücken, sonst haue ich die Aufnahme aus. Das wäre natürlich auch sehr, sehr unschön. Das kann man doch erstmal so anbieten, oder? Der ist angeschlossen. Most wird produziert. So, kann ich ja gleich nochmal einen zweiten dahin klatschen. 2 Minuten. Stehe ich den hier hin oder stehe ich den eins weiter runter? Hm, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig über die ganze Sache. Ich stelle ihn erstmal hier hin. Ich kann das ja nachher alles umbauen. Soweit ich weiß, gibt es hier im Kurfürsten-Szenario volle Baukostenrückerstattung, was ich. Also, es ist wirklich sehr gern gesehen, diese volle Baukostenrückerstattung. Das ist mal hoppala, guck mal da, spackt das Feld ab. Ist auch mal lustig. Ja. Nur um das auch mal zu sagen, ich habe das Kurfürsten-Szenario nie abgeschlossen, generell nie eins der Szenarien. Das war eher meine werte Frau Mutter, denn die hat diese Spiele auch, also vor allem auch 1404, als es damals rauskam, gezockt bis zum Umfallen. Sie war auch diejenige, die nachher in die Weltstadt hatte mit 10.000 Gesandten und 10.000 Adligen. Das war wow, also die beiden Weltstädte dann, das war schon massiv. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die da reingesteckt hat. Ich habe natürlich immer mal wieder geholfen, vor allem weil sie den Lucius mit auf der Karte hatte. Und wenn es um schnelles Handeln geht, schnell eben bis zu Patrizia wenigstens kommen, Kriegsschiffe bauen und dementsprechend halt wenigstens schon mal hier schlag mich tot. Oh Gott, jetzt komme ich nicht auf Alzheimer. Wenn es dann darum halt geht, ich werde mal eben hier was einstellen, ne? So ein bisschen was kaufen, also wenn es darum geht, sich gut zu verteidigen und so weiter. Da bin ich halt schnell dabei, da bin ich ganz gut, aber meine Mutter ist dann halt nicht so schnell dabei gewesen. Das heißt, da habe ich dann erstmal schnell die Vorarbeit geleistet und dann konnte sie, nachdem Lucius weg war, schön weitermachen. Deswegen, naja, war immer ganz lustig. Da musste ich immer dann mithelfen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall, vor allem bei Heerführer war das, beim Szenario Heerführer, weil da, oder Heerführer und auch bei Imperator, das ist halt, ja, vor allem Imperator, letzter Überlebender sein. Man startet, glaube ich, mit Guy Forcast, Kania Lucius und, keine Ahnung. Wem noch, ich glaube, diesen Giovanni Di Mercante oder wie der hieß, diesen komischen Kaufmann und alter Schwede, das ist schon hart, gegen die alle anzutreten. Aber die Sache ist die: Die schweren Computergegner, die bekriegen sich einfach direkt. Die sind einfach so eine Deppen. Ja, anhand der Minimap hier unten wohl mehr kann man sehen, dass wir dementsprechend keine allzu große Inselwelt haben. Also, ich sage jetzt einfach mal, hier werden vielleicht 10 Inseln sein, 12 höchstens, und das wird es dann auch schon wieder gewesen sein. Und ja, wir haben endlich genug Holz für eine Kapelle, Leute. Dementsprechend klatsche ich die einfach mal dahin. Ah. Ich finde die jetzt nicht an der allerschönsten Stelle. Soll ich die vielleicht hier unten hinstellen? Oder hier in die Ecke? Ich weiß das noch nicht. Hier unten wäre natürlich doof, da oben wäre auch doof. Im Endeffekt, weißt du was? Ich stelle sie jetzt einfach dahin, da stelle ich sie meistens hin, in die Nähe vom Marktplatz. Ja, es werden hier alle Häuser abgedeckt, aber wen juckt das? Kein. Bald dürfen wir auch dementsprechend wieder. Tada! Die Leute wollen aufsteigen. Schön. Aber bevor das geschieht, will ich natürlich erst einmal gucken, dass ich noch ein bisschen das Dörfchen ausbaue. Wir haben auch mittlerweile wieder eine positive Bilanz, was ganz schön anzuschauen ist. Hier 64. Oh, so aufgeklappt lassen kann man es eigentlich mal. Dann sieht man wenigstens, wie viele Gebäudeausgaben man hat, Unterhaltskosten. Steuereinnahmen und dann halt dementsprechend Knausus Knacktus. Hier haben wir unsere positive Bilanz. Wunderbar. So, aber nun wollen wir doch einfach mal den Bauern hier zum Bürger werden lassen. Es leben nun Bürger in ihrer Stadt. Toll. Schön. Wir haben endlich die Eure ersten Stadt Bürger. gedeiht prächtig. Weiter so. Ja, wunderbar. Vielen Dank, mein Lieber. Nur, ich hätte gern ein Schiff, Mann. Also wirklich, ich hätte gerne ein Schiff. Kann ich ein Schiff haben? Verkaufst du mir ein Schiff? Oder muss ich jetzt zusehen, dass ich dementsprechend selbst hier nachher
Ja. Meine Schiffchen herstelle. Ich gehe gerade davon aus, dass es genau dieser Fall sein wird, dass ich selber zusehen muss, die Schiffe herzustellen. So, ich werde jetzt erstmal hier in die Nähe vom Eisen schon mal gehen. Dann können wir für gleich uns schon mal vormerken, dort die Werkzeuge herzustellen. Die Das wäre. Produktion kommt zum Erliegen. Ja, wunderbar. Dass wir da dementsprechend die Werkzeuge herstellen können. Darauf wollte ich raus. So, eine Produktion kommt zu erliegen. Das kann nur der Fischer sein oder der Most. Ne, der Fisch. Wie gewöhnlich, kennt man ja nicht anders. Aber ganz ehrlich, ich bin so einer. Es gibt Leute, die spielen halt wirklich exakt. Sprich, ich habe jetzt gerade so viel, dass es reicht. Aber ich bin eher so einer, ich spiele Hauptsache, lieber mal wesentlich mehr haben. Dann kann man auch mal in Ruhe die Siedlung ausbauen. Aber naja, meistens übertreibe ich dann halt immer ins Kram und habe dann übermäßig viel. Aber den Kram kann man ja dann dementsprechend verkaufen. Und ja. Was soll ich sonst noch so sagen, außer dass wir jetzt erstmal vielleicht die Steuern anheben bei den Blödmännern hier. So. Denn wir haben sowieso noch keine Waren, um die etwas weiter aufsteigen zu lassen. Vorhin sind noch nicht genug Leute da. Es Und. wird Zeit, euch mit der Schifffahrt zu beschäftigen. Ihr werdet doch nicht seekrank? Nein, werde ich nicht, aber ich werde jetzt erstmal Steinmetz da hinsetzen. Ja, habe ich total vergessen. Er bietet mir ein. Sch oh ja, ein Flaggschiff. Ein Auch Flaggschiff. ihr müsst euren Beitrag. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Nicht gerade ganz wirklich, mein Freund. Nächste Generation zu bewegen, angreifen, eskortieren. Patrouillen, nö. Das möchte ich alles gar nicht. Ich möchte einfach Also dann, nur Schiff ahoi! mal. Kommt nur und seht euch in aller Ruhe um. Bevor wir jetzt einfach wegfahren, Freunde, würde ich erst einmal. Ich schlage ein. Ah, muss ich. Ah, nee. Dann lieber Geld Gegen ausgeben. ein gutes Geschäft, ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Und jetzt schicken wir das Schiff einfach mal irgendwo mitten in die Pampa, denn wir müssen gucken, dass wir den Orient entdecken. Oh ja. Sie haben ein neues Land gesichtet. Jetzt sag ich mal, ja, das gute Stück. Ah, guck mal da. Guck's mal hier. Hanf. Getreide. Und Kräuter. Hier können wir Bier herstellen nachher. Das ist Der gut. Großwesir wartet schon. Mit diesem Zeichen eurer Ehrerbietung werdet ihr Al-Sahir ohne Zweifel erfreuen. Ja, wunderbar. Das möchte ich ja auch den lieben guten Mann erfreuen. Ich brauche nur jetzt erstmal noch ein bisschen was an Bürgern. Wie viel brauchen wir nochmal dafür? Einmal schnell schauen. Ja, die 42. göttliche Schöpfung offenbart sich in der einzigartigen Flora jedes Eilandes. Das sehe ich auch so. Ein Danke. Eiland wurde gesichtet. Alter, das Mundwerk. So, wir haben 78. Das ist nicht gerade viel. 78 von 90. Also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. Das Sie steht mal haben neues fest. Land gesichtet. Ja, mein Gott, regt euch doch nicht so üff. Ja, weiter weiß ich wohlgemerkt noch nicht, ob ich so in diesem Durchlauf hier, in diesem Spiel, jetzt auch die Gesandten dementsprechend stark ausbauen werde. Da bin ich mir noch gar nicht ganz sicher. Ich denke mal aber eher weniger. Ja, okay, das soll ich vielleicht lassen. Ich baue jetzt erstmal in diesem Radius hier ein bisschen die Siedlung aus, auch in diese Richtung dann dementsprechend. Aber ja, der Großvezier ist anscheinend nicht hier. Dann wollen wir doch mal in die andere Richtung fahren. Moment, ich sehe gerade eine. Ah, stimmt ja. Ich habe das Spiel ja dementsprechend erst neu auf diesem Rechner installiert. Es ist noch nicht allzu lange her und ich habe auch dementsprechend noch nicht viel dran, hier dran gezockt an Anno 14.4. Deswegen habe ich keine Errungenschaften, nur kaum welche freigeschaltet. Und ja, das sieht man halt. Ich habe kein Wappen ausgewählt und kein gar nichts. Aber egal, das ist mir so ziemlich Schnurz. Das muss ja auch nicht zwingend sein, ne? Also es muss nicht zwingend sein. Und ich würde es sehr bevorzugen, wenn jetzt irgendeiner von diesen beiden Pflaumenköpfen mir endlich mal ein bisschen was verkauft. Wir sind ja ansonsten allein auf der Karte. Ich meine, es gäbe auch keine. Ne, es gibt die Piraten dementsprechend nicht. Das heißt, wir sind alleine mit dem guten Richard Northburg und halt dem Großvezier Al-Sahir Nara, wenn wir dementsprechend finden. Ich habe gerade auch gesehen, ich habe den Bürger ausgewählt als Avatar. Meine Frau sagt, ihr müsstet heilig gesprochen werden. Mindestens. Och, der ist aber nett von deiner Frau. Wie viele Leute wohnen hier drin? 4 von 8. Warum wohnen hier so wenig? Land Ja, ihr voraus! merkt, ich habe auf jeden Fall nicht gerade viel zu sagen. Ich bin halt eher so der stille Typ. Mir fällt auch jetzt im Großen und Ganzen nichts ein, außer meine Lieben.
wir haben heute den, ja, wir haben schon Sonntag zum Henker. Es ist schließlich schon wieder 20 vor 2. Alter, ich sitze hier und ich bin immer noch bescheuert. Ja, auf jeden Fall. Wir haben 20 vor 2. Wir haben Sonntag. Heute ist der 26.05.2019. Sprich, heute ist der Tag der Europawahlen. Und natürlich werde ich wählen gehen. Das steht schon mal ganz klar fest. Ich werde direkt um 8 Uhr vom Wahllokal stehen und ja. Knapp an Werkzeug? Ich verkaufe euch gerne etwas von meinen Vorräten. Danke, ich würde das sehr bevorzugen, mein Freund. Aber ich suche jetzt erstmal den Großvezier. Wo ist der Blödmann denn? Jetzt sag mir nicht, der hockt hier mittendrin, hier in der Sie Mitte. haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Ja, was getan? Moment, ich werde jetzt mal das hier ein bisschen größer ziehen. Ah. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Da kommt er. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich werde wählen gehen, keine Frage. Was ich wählen gehen werde, das sage ich euch jetzt natürlich nicht. Steht jedem natürlich frei, was er wählt. Nur, Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? ich muss schon sagen. Die goldenen Dächer des Orients glitzern am Horizont. Ich finde es teilweise recht traurig, wie. Mögen unsere zukünftigen Begegnungen Ja. genauso friedlich verlaufen. Ja, das. Inshallah. Ja, natürlich, das sehe ich auch so, mein Lieber. Jetzt möchte ich dich aber erstmal mit meinem Schiff beehren. Ja, ich finde es nur generell so ein bisschen traurig, wie politikverdrossen generell Deutschland geworden ist. Also, was will man machen, ne? Im Endeffekt, in vielen Fällen hat man auch einfach keine Lust mehr, weil ich habe mir ein Mit dem paar Wandel der Bundestagsdebatten natürlich wieder mal Kolonnaden angeguckt. eröffnet sich das Wissen um unsere Baukunst. Wunderbar, mein Lieber. Ich habe natürlich wieder einige Bundestagsdebatten angesehen. Ich habe mir die. Ach Gott, jetzt komme ich auf die richtige Bezeichnung. Auf jeden Fall. Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft. Könnt ihr mal die Klappe halten? Ich will ausreden. Im Namen des Sultans verleihe ich euch diesen Ehrentitel. Schnauze. Danke. Großartig, Al-Sahib. Alter. Könnt ihr vielleicht mal mich ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, Kinder? Ich mache auch wieder zu schnell, oder? Ich übertreibe es gerade ein bisschen mit der Geschwindigkeit. Ja. Man kann es. Ehrenwerter Sultan, Alter, halt die Al-Sahib. Schnauze, Mann! Ich will ausreden, wie gesagt. So, diese allgemeine Politikverdrossenheit, was man natürlich jetzt auch verstehen kann. Und genau, ich war bei den ganzen. Die Bundespressemitteilung, nicht die Bundespressemitteilung, sondern einfach die. Ich komme jetzt gerade nicht, wie gesagt, auf den richtigen Begriff. Wo halt unsere liebe Bundesregierung dementsprechend, und ich merke gerade, ich habe wenigstens schon über 20 Minuten. Also, Leute, werde ich diese ganze Geschichte auf den nächsten Part verschieben. So. Unser Schiff ist angekommen. Ich werde jetzt in der nächsten Folge dementsprechend hier siedeln, unsere orientalische Siedlung schon mal aufbauen und zusehen, dass ich die ersten Handelsrouten vielleicht schon ans Laufen kriege. Und ja, Freunde, das wäre es eigentlich fürs Erste von mir. Euer Metro Mafia 96 meldet sich ab. Und dann bis zum nächsten Part.